Ja, also herzlich willkommen zum heute wirklich letzten Programmpunkt in diesem Raum. Ja, also ich bin eine, also oder vielmehr ich bin einer derjenigen, die dafür sorgen, dass ihr überhaupt hier sein könnt, dass das Ganze überhaupt stattfindet. Wollte ich bloß noch so erwähnen, aber das, was wir jetzt machen, da geht es darum, Danke, Hauke. was, wie heiße ich nochmal? Ach so, Micha, ja, schön. Nein, danke, Hauke, dass wir hier sein dürfen. Ach so, ach, ich dachte, es war jetzt so. Danke, dass ich nicht zu Nein, Wort. nein. Okay, gut. Danke, Hauke. Genau. Ja, bitteschön, gern noch. An meinen Augenringen sieht man vielleicht auch, wie lange ich daran gearbeitet habe, dass das alles funktioniert. Was wollte ich noch sagen? Habe ich gesagt? Genau, Micha hat jetzt gesagt, wer ich bin. Das ist schon sehr gut. Also Micha, Hauke, genau. Und wir machen solche Sachen normalerweise online auch zusammen. Unter anderem, nee, Tuxflash-T-Shirt hast du nicht an. Unter anderem den Tuxflash, genau. Und bei, ja. Linux Guides haben wir auch ein paar Sendungen zusammen gemacht, jetzt in der Streaming-Pause von Jean. Und in dem ähnlichen Stil werden wir das jetzt auch machen. Dieser Vortrag ist so ein bisschen aus der Not geboren worden, als ja, ein paar Sachen ausgefallen sind. Ein Referent hatte drei Vorträge angeboten und der hat abgesagt, also aus irgendwelchen Gründen. Dann hatten wir drei Lücken da und dann ist noch was ausgefallen und dann haben wir uns irgendwie überlegt, was machen wir, was uns keine Arbeit bereitet, was aber vielleicht nicht komplett doof ist. Und dann ist daraus geworden, wir gucken uns einfach mal Browser an, die wir selbst nicht kennen und die vielleicht eventuell eine gute Alternative zu den Platzhirschen Firefox, Chrome, Chromium und Co. sind. Mal schauen, was das so ist. Genau. Ja, und das tun wir jetzt. Genau. So. Jetzt habe ich genug geredet, jetzt darfst du irgendwas. Ja, wo wollen wir anfangen? Das ist jetzt die Frage. Oder fragen wir mal so kurz in die Runde. Wir haben ja hier eine kleine Lustrunde. Gibt es jemand, der exotische oder unbekannte Browser von euch verwendet? Da hinten. Ach so, Librewolf. Alles klar. Das kam leider akustisch nur halb an. Ah. Wenn den welche nutzen, dann nehmen wir ihn doch. Oh, das blendet direkt von hinten, das Weiße. Dann sind wir sehr gut von hinten ausgeleuchtet. Genau. Möchtest du was zu Librewolf sagen? Also die Basis ist Firefox. Nur eben mit ein paar kleinen Erweiterungen. Sprich, ich glaube, NoScript war schon direkt drin. uBlock, danke. Das war's. Und soll eigentlich dadurch mehr auf Privatsphäre zielen? Ja, Privacy, Security, Freedom steht hier unten. Ich muss einfach nur ablesen. Manchmal mache ich es mir auch zu schwer. Im Endeffekt 1 zu 1 kompatibel zu Firefox. Firefox Plugins. Habt ihr da Probleme? 1 zu 1. Wegen dem uBlock? Okay. Kann ja mit jedem Browser. Stimmt. Genau. Aber vom Prinzip eigentlich die Firefox Engine dementsprechend performance-technisch denke ich mal dasselbe. Nur eben für, ich denke mal, Leute, die vielleicht nicht immer den Firefox so konfigurieren oder mit Plugins beladen möchten, um ihre Privatsphäre zu schützen, ist das quasi die fertige Alternative. Soll dich die Maus reichen? Oder du? Ich dachte, ob da noch irgendwas Komisches kommt oder Ach was so. Interessantes kommt am Ende. Nee. Also wie wir jetzt, also es ist, Du musst doch einspielen.
Genau, also das war ja noch nicht so gut, also von daher, wie heißt das so schön, PowerPoint-Karaoke ohne PowerPoint. Also wir haben jetzt Folien oder vielmehr eine Webseite, die wir vorher noch nicht wirklich gesehen haben, aber ich denke, das, was du vorher gesagt hast, stimmt schon insofern, bestätigt jedenfalls das, was jetzt auf der Webseite draufsteht. Also es geht um Privatsphäre, das sagt uns einmal dieser Abschnitt mit dem Schloss da drum und ja, Fast Updates, das klingt auch gut. Also schnelle Updates, die wahrscheinlich sehr automatisch aus den letzten Quellen von Firefox gebaut werden. Also ihr kennt euch besser aus, wahrscheinlich, ne? Ja, also von daher, ne, bleibt aktuell und dass man auch wirklich immer die aktuellsten Sicherheitspatches drin hat und irgendwelche Features. Also liest sich erstmal so, als ob es Firefox in besser ist. Gut. Weiß ich nicht, gibt's noch was? Alex, kam das so rüber? Hört man das? Okay, gut. Dann brauchen wir es nicht. Achso, dann nochmal die Zusammenfassung. Also das verhält sich so ähnlich wie dieser Privatmodus. Ist das bei Firefox auch so? Privat? Inkognito-Modus, privater Inkognito-Modus. Modus. Genau, also es löscht eben quasi so Laufdaten wie Cookies und die History am Ende, wenn man den Browser zumacht, das ist sehr standardmäßig. Also es gibt da nicht diese Unterscheidung, oder? Gibt es da noch einen erweiterten Privatsmodus oder sowas? Gibt es? Das gibt es auch nochmal, New Private Window. Weißt du, was der Unterschied nochmal bei einem Private Window im Gegensatz zu dem normalen bei? Okay. Okay. Nicht mal mehr der Anwender weiß, was passiert ist. Ah. Okay, also dann auch nochmal die Zusammenfassung fürs Internet dazu. Also bei den einzelnen Plugins kann man extra nochmal einstellen, ob die in diesem Privatmodus laufen sollen oder nicht. Das ist wohl wirklich der Unterschied dabei. Also genau, das ist im Firefox auch drin und dasselbe Prinzip gibt es hier nochmal. Zusätzlich zu diesen erweiterten Sicherheitsdingsbumsen, die da jetzt so mit drin sind. Ja, also sieht ja erstmal noch ein ganz guten Projekt aus und Würdet ihr beide den empfehlen? Websites, die sich so unanständig verhalten, dass sie nicht richtig präsentiert werden, dass man die konsequent boykottiert.
Wenn man es sich leisten kann und will. Ich gehe auch mal davon aus, wenn Google das, was sie durchsetzen wollen, mit ihrem das Internet zu DRM im Prinzip, dann, dass der dann auch mehr auf Google-Webseiten funktionieren wird. Ja. Hast du noch eine kurze, knappe Zusammenfassung? Zum LibreWolf? Ja, also ich meine, von ist ja sehr viel Gutes gesagt worden, bloß das kann man wahrscheinlich im Stream nicht hören. Von daher die absolute Essenz von dem in... Der LibreWolf ist der Firefox für diejenigen, die nicht immer ihre Privatsphäre-Einstellung selber machen wollen und ein idealer Erst- oder Primärbrowser für den Alltag, falls es dann doch mal etwas gibt, was nicht funktioniert, die Tendenz geht eh zum Zweitbrowser. Ja, das ist, würde ich sagen, trifft das schon ganz gut. Ja, gibt es noch irgendwie eine, was man darüber jetzt noch erwähnen sollte, was wir jetzt... Das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, ist, Add-ons werden nicht direkt so installiert wie bei Firefox, das ist halt integriert, sondern die werden so halb runtergeladen, man sieht dann so einen kleinen Balken und dann werden die installiert. Also das ist okay. Ein bisschen anders implementiert, aber im Endeffekt dann genau gleich. Also man braucht bei den Plugins quasi nochmal eine also nicht bloß diese Einwilligung, die es ja beim Firefox auch gibt, dass man es installieren möchte, da gibt es ja diese Abfrage, sondern das geht in zwei Schritten? Ja, irgendwie ist ja noch ein Unterschied. Man ja. Mal gucken, ein Add-on installieren oder so und dann sieht man das. Ja, weiß ich nicht, sollen wir mal ausprobieren, ob das klappt? Irgendwas? Was sehen wir, wenn das schön ist? Zum Beispiel. Höher, 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 Add-ons. Mitte. Ziemlich mittig. Findet er es? Gibt es eine Frage? Genau. Genau. Die, ich musste gerade überlegen, ist es bei Firefox genauso, aber hier nicht. Genau, die unterscheidet sich. Continue Installation. Und Add. Und schon haben wir es. Jetzt haben wir verloren. Gut, ja. Jetzt können wir aufhören. Alles kaputt. Zumindest der LibreWolf ist kaputt. Der ist kaputt. Müssen wir ja ganz spontan den nächsten nehmen. Vorher hätte ich ganz gerne mal so die Chance genutzt, wo wir doch gerade so eine Illustrunde sind. So im Allgemeinen, euer Browserverhalten, ist das aus Privatsphäre ausgelegt oder sagt ihr euch selber, Hauptsache es funktioniert? Das würde ich ganz gerne mal wissen. Habt ihr eure Browser so konfiguriert, dass die auf Privatsphäre ausgelegt ist? Benutzt ihr Browser, die grundsätzlich auf Privatsphäre schwören? Man merkt, es ist die letzte Runde, da geht die Sprache langsam in die Knie? Wie sieht es da bei euch aus? Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Ja, aber nicht perfekt. Moment. Wie ist nicht perfekt? Aber nicht wirklich perfekt. Ja. Also es gibt noch die ein oder andere Stellschraube. Jo. Jetzt darf es fallen. Also ich sehe es ein bisschen lockerer. Die meisten Seiten, die man besucht, sind mir das ein bisschen egal. Da kommt ein normaler Standardbrowser oder Cross-Security. Wenn ich aber andere Seiten besuche, wo ich sage, da möchte ich nichts teilen, nehme ich einen Mobile-Button-Browser, weil der macht das richtig anonym. Da bist du nämlich, da gibt es nur eine Person, der brauchst. Und jede Person sieht identisch aus bei dem Mobile-Browser für die Webseite und damit bist du überhaupt nicht nachvollziehbar, wer du bist. Ein Nachteil, Mobile, deine Fenstergröße ist immer mit Rahmen, weil das einfach alles anonymisiert wird. Aus Fenster. Ah. Dazu, Mullwert ist im Prinzip der Tor-Browser, Kopie davon, nur du nutzt halt dann den Mullwert VPN anstatt. Nur du musst VPN nutzen. Genau. Musst du nicht, aber. Aber ähnlich. Dann kommt ja auch noch halt diese Leta oder so ähnliches. Der wirst so anonymisiert, dass jeder hat dieselbe Auflösung. Genau. Jeder hat simuliert denselben Desktop, jeder hat simuliert dieselben Betriebssystem, jeder simuliert alles gleich. Und damit sieht jeder, der darüber surft, gleich aus. Da kannst du keinen Unterschied mehr. Die Person, wer surft, ist nicht mehr nachvollziehbar, weil alles, nicht weil es random ist, sondern einfach, weil es immer alles gleich ist.
den Strecken in der Masse. Ja. Den hatten wir gar nicht auf dem, nö, auf dem Schirm. Das ist verrückt. Wie heißt der genau? Mullbad. Gibt es Mullbad VPN und wir haben auch einen Mullbad Browser. Gibt es wieder auch vor Firefox. Da hinten, genau. Ich glaube, der Fachterminus in jedem Zusammenhang ist halt das Fingerprinting und Mullbad oder auch wohl versuchen halt durch diese, ja, durch das Hardening zu verhindern, dass man identifizierbar wird. Zum Beispiel über die Fenstergröße, über FGL, über alles Mögliche. Und ich würde sagen, ich glaube, so der Kernunterschied wäre da, Mullbad basiert halt ähnlich wie der Tor-Browser auf dem Firefox ESR, also einer Long-Maintenance-Version. Und Vibobook ist halt immer der aktuelle, aber auch mit diesen Sicherheitsfeatures. Das ist, glaube ich, so der Kernunterschied. Und Mullbad hatte noch die Möglichkeit, das an den VPN von denen zu koppeln. Interessant, also wieder was gelernt. Ja, darum sind wir auch hier. Ja, sehr schön. Noch jemand, den ich jetzt übersehen habe. Ich. Nehmen wir den nächsten. Ja, genau, nehmen wir den nächsten. Welchen hättest du denn gern? Achso, du hältst gerade die Tasse fest. Ich halte gerade die Tasse fest, damit ich jetzt nicht sagen muss, was. Oder was hatten wir noch? Wir hatten noch was mit Wasser, ne? Waterfox hatten wir noch. Daran erinnere ich mich jetzt noch dumpf. Waterfox. Oh, da ist er ja auch schon. Was für ein Zufall. als ob wir es vorbereitet hätten. Der Überleitungskönig. Ja. Genau. Ich kann nichts zu Waterfox sagen. Also versprechen tun sie viel. No more spying, private tabs with private source. No more spying oder no more spying? No more, no more. Stay organized with container tabs. Ah, die Tabs untereinander sehen sich dementsprechend nicht. Das ist... Oh, schneller Wechsel. Du hast jetzt auch nicht vorher geguckt, auf was der basiert. Kennt den von euch jemand? Waterfox. Scheint. Habe ich schon gehört, basiert wahrscheinlich auf Firefox. Genau, ja. Das geht ja relativ einfach. Wir können ja einfach mal. Help. Und ich bin mir nicht sicher, ob das der war, aber irgend so ein Browser, der total alt aussieht, also diese alte Version von Firefox. Das war nur Pay Mode, was du meinst. Was? Das war nur Pay Mode. Interessantes Versionsschema, ne? Ja. Also nicht nachvollziehbar. Boah. Ach, da sieht man es besser. Der Monitor ist sehr klein. Was ist das? GS oder G5? G5.1.13. Ah. Ach, die? Ja. Ja, wer kennt sie nicht? Also es unterstützt auch schon den neuesten Funkstandard, G5 sogar. Wow. Das sieht mir alles irgendwie so nach Firefox aus, wenn ich ehrlich bin. Ah, addonsmozilla.org. Da haben wir doch den Hinweis, den wir wollten. Basiert vermutlich auf Firefox. So ein bisschen Reverse Engineering zum Schluss gibt es auch nochmal. Auch scheinbar eine sehr interessante Alternative. Macht erstmal nichts anders. Am Ende war noch irgendwie so ein Kästchen. Was war das denn? Switching is easy. Also man kann leicht umsteigen von was? Naja. Von anderen Browsern. Naja. Ja, okay, gut. Ja. Lesezeichen, Passwörter. Ja. Hauptsache Daten sammeln. Nee, Git One USA ist down gerade. Ist auf Azure raus und ist aktuell down. Oh. Da möchte wohl jemand da gern ran. Gut, dass meiner zu Hause steht. Deswegen. Wollen wir jetzt musikalisch werden? Wenn du was Musikalisches hast, dann lassen wir hier die Operette oder was gibt es heute? Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht ganz böse in den Nesseln setze, aber Vivaldi war doch ein Musiker, oder? Ein Komponist? Ja. Gott sei Dank. Hat der etwa Opern geschrieben? Das weiß ich nicht. Okay. Irgendwas mit Noten. Ja, okay. Reicht. Genau. Den gibt es auch. Der ist vielleicht noch so mit der bekannteste von den, in Anführungszeichen, Underdogs.
verspricht auch viel. Irgendwie wollte der doch kompatibel oder irgendwie auf was aufbauen, habe ich gesehen. Irgendwas wollte der wieder zurückbringen. Da wäre es ganz schwierig, aber ich glaube ja. Ich glaube, das ist von den Machern von Opera. Ja. Aber Opera ist ja Spyware. Also, ja. Also der... wie hieß die noch? Weißt du noch, wie diese Engine von Opera hieß? Also die hatten ja eine eigene Webrender-Engine. Ja, Opera hatte eine eigene. Ja, genau, aber wie hieß die? Okay, gut, das ist jetzt die Bonusfrage. Wie hieß die Render-Engine von Opera? Opera. Wahrscheinlich Opera. Einfach so? Das wird so einfach. Das könnte man machen, das wäre aber zu einfach und zu wenig interaktiv. Ja. Ja, ist die mit? ChatGPT, dann musst du längere Frage stellen. Oh, dann kommt was ganz Kreatives raus. Das ist genau die Mischung dann. Vielleicht Beethoven? Naja, oh Gott. Nein. Gut, Real Privacy at the Core. Ja. Versprechen tun sie viel. Super. Das tun sie alle, ne? Also so vom Grundgedanken sieht das ja alles immer sehr ähnlich aus. Also wir spionieren euch nicht aus, wir schützen eure Privatsphäre. Also von das daher... Ist cool. Das macht Microsoft auch. Ja? Ja. Das ist die Frage ist halt nur, wie glaubwürdig sind die ganzen Leute? Das ist schwierig. Aber optisch gesehen macht Vivaldi somit den frischesten Eindruck, möchte ich mal meinen. Oder den modernsten. Ja, noch moderner ist doch Opera GX oder wie heißt das in Gaming? Ja, aber... Sieht noch fancier ja, aus. Aber nur nativ auf Windows. Hey? Ja. Yep. Ich mein, irgendwo gehört es dass Vivaldi mit den Tabs was relativ Cooles anstellen kann, irgendwie über Gruppierungen oder ähnliches. Also irgendjemand in irgendeinem Podcast hat sich totgeschwärmt darüber, wie fancy Multi-Tab-Browsing in Vivaldi wäre. Vielleicht kommt das hier noch als Feature möglich. Theming, Personal Browser. Ah, viele kleine, oder? Also diese kleinen Dinger, da steht doch was Gutes. Kann man das dazu installieren oder ist das schon mit drin? Ach nee, das ist schon alles drin. Das ist irgendwie links an der Seite. Hier gibt es so eine schöne Dockbar. Wow. Siehst du die? Genau. Wo ist mein WhatsApp-Client? Wenn wir schon auf Privatsphäre aus sind. Gar nicht da. Wie nicht da? Das taugt nichts. Scheinbar. Versprechen tun sie viel. Ja, das ist gut. Und da stand auch irgendwie was von wegen hier Translator? Translator? Die oversetten auch selbst. Das ist ja wie Firefox da mit ihrem Firefox Translate oder Translation. Translate, ja. Noch nicht. Gut. Ja. Noch nicht. Ja. Keep your extensions. So, jetzt wissen wir auch, was passiert. Also was Chromium basiert ist. Man kann anscheinend zwei Tab-Reihen übereinander machen. Oder so ähnlich. Und die dann irgendwie rein stapeln, die Tabs. Okay. Ah, stapelbare Tabs, das ist natürlich... Braucht man das? Wenn es der RAM hergibt, warum nicht? Also Opera basiert auf die Blink Rendering Engine. Oh. Das ist ein Fork von wie heißt die? WebKit Engine? Genau. Okay, super. Danke. Na, Chromium. Ja. Steht da. Ja. Ich kann ja den Chrome Store benutzen. Also dementsprechend vermute ich sehr stark, dass wir hier in Chromium unten drunter haben. Nein, die Leiste links. Wie bei Edge, das ist Chromium. Ja. Manchmal in denen braucht man dann ja doch ein Chromium. Ja, weil die Engine ist ja gut. Also funktioniert ja gut. Und ist nicht Chromium auch Open Source? Chromium, ja. Chrome selber nicht. Wir können ja. Ja.
nicht so, dass Vivaldi sogar mehrere Engines unter einer Haube hat? Chromium, WebKit? Mhm. Oder verwechsel ich das mit einem anderen Browser? Ich versuch's rauszufinden. Ja, genau. Gucken wir mal. Und dann kann man sich pro Seite aussuchen, was man möchte. Okay. Der Starter hat also drei und die, die nicht abstürzt, sind genommen. Das ist gut. Ja. Wie lange sind die Ladezeiten? Bis egal. Abstürzt. Ich finde mal leider kein Über. Einstellungen gibt es. Vielleicht, wir können ja mal die allwissende Wissenshalde verwenden, weil was sagt denn Wikipedia zu Vivaldi? Also nicht zu dem Komponisten, sondern zum Browser. In einem Test aus dem Frühjahr 2019 kam die Computerbild zu dem Fazit, dass der Browser einen durchaus positiven Eindruck mache. Um das volle Potenzial auszuschöpfen zu können, müsse der Nutzer sich aber intensiv mit dem Browser beschäftigen. Okay. Merken wir gerade selber. Ja. Merken wir gerade selber. Oh, aber es gibt auf jeden Fall im neuen Tab sehr viel Kaufmöglichkeiten. Ah. Ja, das ist wie weit die Social. Das klingt auch gut. So viel zu Bloatware. Oh, und Bing vorgestellt. Das ist ja super. Mhm. Ja, ja. Das lukrativste, was nur geht. Soll ich mal SCG festhalten und drückst Plus? Ja, bitte. Wir könnten uns natürlich auch umdrehen, aber das ist ganz schlecht für den Nacken. Ja, das ist arbeitsschutztechnisch überhaupt nicht drin. Hast du übrigens den Kollegen mit dem größten Notebook ausgesucht? Ja, das ist total gut, ja. Gut, dass wir. Ja, also Chromium. Ja, aber das war schon Chromium. Aber hier fällt auch eine WebKit-Abspaltung wegen des von Chromium gestarteten Open Source Projekts Chromium. Ja. So, was ist denn jetzt? Ja. Genau. mal bitte auf Chromium. Ich denke, ich habe den Satz so verstanden, dass die Web-Engine für Chromium die aktuelle Weg ist. Ach so. Das könnte sogar, ja, würde ich so unterschreiben. Ja. Also ich lese das jetzt, dass im ersten Satz wird Blink verwendet, setzt aber gleichzeitig irgendwie auf eine quelloffene WebKit-Abspaltung. Kann ich den jetzt gruppieren? Ich weiß nicht, wie es geht. Aber man muss sich ja ein bisschen damit auseinandersetzen, wurde ja gerade vorgelesen. Ja, das stimmt. Wenn die Computerbild das sagt, dann ist es auf jeden Fall auch richtig. Ja. In Zusammenarbeit mit Chef. Guck mal her, ja. Unterschiede zu Chrome. Da müsste es ja entstehen. Ah, ja, genau. Markenzeichen. Ja, alles cool. Ich habe Steuerung auch auf meiner Seite. Ah, stimmt, das ist total praktisch. Ja, okay. Eigene patentierte Codex, okay. Apropos DRM, ich glaube, Dudelwolf kann zwar das DRM-Plugin installieren, aber die schreiben extra, die wollen es eigentlich nicht. Und ich weiß nicht, Firefox muss natürlich auch aber extra installieren. Ja. Aber. Ja. Interessant und gut zu wissen. Dann machen wir noch mal ein bisschen betreutes Forschen aus der ganzen Geschichte hier. Jugendforscht@kilux. Ja, das ist doch gut. Das machen wir das nächste Jahr komplett. Ja, das ist eine gute Idee. Auch die ältere Jugend. Die ältere, auch die Jugendgebliebenen. Ja, ich habe da jetzt. Auf Microsoft Edge ist so. Den alten? Nee.
Ich habe zwar ein Butterfest-Snapshot vorher gemacht, damit das alles wieder rausfliegt, aber nee. Nee. Also. Den Brave noch irgendwie so als Underdog oder ist der eher schon im Mainstream angekommen? Ich hätte den schon zum Mainstream gezählt. Mhm. Also, es gibt auch noch Q-Browser, der nur Wim-Keybytes. Ich kann kein Wim. Ja, stimmt. Ja. Das war das, was ich irgendwie erwähnt hatte, woran ich mich aber nicht mehr erinnern kann. Oder habe ich das Kind dir? Also irgendwie habe ich das heute wieder. Da war doch was. Plopp. Ja, da fallen manchmal so Worte raus und dann irgendwie. Ach übrigens. Ja. Manche Sachen. Die passieren. Ja. 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 Eine allgemeine Frage. Also ich denke mal, diese Browser, die sind alle verfügbar für Linux. Aber ich befürchte, so manche Smartphones, die laufen unter Android oder iOS. Wie sieht es da mit der Verfügbarkeit aus? Brave gibt es auf jeden Fall. Das kann ich bestätigen. Bei den anderen kann ich es jetzt ad hoc nicht sagen. Bei Vivaldi stand es auch auf Webseite und bei Liverpool gibt es das nicht. Aber es gibt ja Firefox. Richtig. Habe ich irgendwo Position 1? Muss ich nicht so. Achso, der ganz oben. Ja, achso, oder da. Mhm. Vivaldi für Android. Ja. Aber ist das auch? Ja. Ja, wobei bei iOS muss man immer. Wie ist denn das fortgeschritten? Relativ lange war es so, dass es relativ egal war, welchen Browser man sich auf iOS installiert, weil immer unten drunter Safari lief und im Prinzip nur die Oberfläche durchgereicht wurde. Und das ist jetzt aber, dem hat, glaube ich, die Kommission auf die Finger gehauen und ich glaube, seit einiger Zeit müssen die Alternative tatsächlich. Also ich nutze ab und zu Chrome, weil der eine andere Engine hat. Weil Safari Engine manche Sachen sauber hinkriegt, bei dem meistens eine Webseite selbst. Das klappt dann oft bei Chrome, weil die Leute dann wahrscheinlich mit Chrome entwickelt haben oder was, keine Ahnung. Also noch vor 2 Jahren war es definitiv so, dass man auf iOS. Gibt es gar nicht für iOS. Ich glaube, irgendwo oben gab es noch so. Jetzt kommen wir nach oben. Also eigentlich ist diese Safari Engine ja nicht schlecht. Ach doch, Desktop iOS. Ah. Is coming to iOS. Oh. Jetzt abonnieren. Eine Vorschau. Ja. Ja? Aber es sieht doch ganz schick aus. Es gibt auch bestimmt ein tolles Video. Ja, das. Wollen wir uns das angucken? Ich habe keinen Ton. Stimmt. Wird man sowieso nachher nicht im Stream. Also von daher egal. Ja. Gibt es eigentlich noch Leute, die den Browser im Terminal nutzen, rein Interesse halber? So aller Links 2, ja? W3M selten. W3M gibt es noch, danke, stimmt. Ich bin nur auf Links 2 gekommen, aber dann brauchen wir den eigentlich nicht mehr zeigen. Es gibt auch Terminal-Browser, aber ob die wirklich privat sind, eher nicht. Nö, ist also eher so ein Notnagel, ne? Wenn man irgendwie doch mal über so eine Verbindung irgendeine obskure Webseite oder ein Admin-Interface mal administrieren muss, kann das manchmal helfen. Ja. Ja. Ich habe den Browser gefunden, den ich meine. Lunascape. Lunascape. Der vereint alle drei großen Engines unter einer Haube und pro Tab kann man tatsächlich auswählen, welche Engine man verwenden möchte. Ja? Ja. Lunascape Ori? Also ich habe gerade einen Wikipedia-Artikel drauf. Okay. Da steht es unter Tab-Funktion. Chinesisch. Was? Ich glaube, von dem hat doch nie einer. Also sollen wir mal wieder hier einen Trick machen? So? Ja, so halbwegs. Also kannte ich vorher auch noch nicht. Das ist. Nö. Aber ich finde die Idee ganz cool, einfach das zu sagen, hey, die Seite wird mir irgendwie ganz komisch angezeigt. Ich wechsle mal die Engine, wie sieht es denn da aus? So ein bisschen wie DistroBox, dass man quasi die Möglichkeit hat, relativ schnell mal die unterliegende Engine-Distro zu wechseln. Ja? Das ist ziemlich verrückt, aber... Schnellere JavaScript-Operation. Ein halb MV-Quadrat, ne? Höhere Geschwindigkeit. Sicherheit, die Geschwindigkeit. Was kann man denn noch mehr lernen?
Achso, das habe ich gar nicht gesehen. Oh, jetzt wird es auch größer. Naja. Oh, doch jetzt. Jetzt kommen die Buzzwords, die wir brauchen. Familiar Setting Screen, zu was? Triple Add-on, Automatic Engine Switching. Aufgrund drei Engines müssen wir das Add-on dreimal installieren. Ja. Stand da was in den Explorer rein? Wie bitte? Da stand da was in den Explorer. Nein, bitte nicht. Das wo? Nee. Da. Internet, ach ja, Internet Act. Uiuiui. Kann man da nachher noch ActiveX Erweiterung installieren? Vermutlich. Cool. Full Screen and Wide Screen. Oh. Wow. Wird ein Mittelwert gerichtet. Seitdem ich den Lunascape benutze, ist meine CPU endlich mal ausgelastet. Der Rechner ist flüsterleise beim Browsen. Was? Ja. Aber jetzt kommt nichts mehr ab, so leise ist er. Ah, schön. Dann lernt man wieder was. Oh, Mausgeste. Ja, aber sehr exotisch, aber nicht so wirklich auf Privatsphäre. Der ist wirklich nur darauf getrimmt, wir können alles. Interessant. Oh, ich habe zu viel gesagt. Ich muss mich berichtigen. Okay. Delete personal information when you exit the browser. Also er macht zumindest hinter sich sauber. Wenn du siehst, was sie weggeschickt haben. Ja. Hätte ich mir auch gedacht. Verrückt. Die Settings werden auch gebackupt. Aber nicht bei dir zu Hause? Oder wo? Nee, die landen dann an drei verschiedenen Stellen mindestens. Das ist doch Service. Mit History. Ja, natürlich. Die landen bei denen, der meist bezahlt, oder? Bing! Oh, Luna ID. Ja. Das klingt auch toll. Klingt futuristisch. Damit du noch mehr, die haben vorgesorgt. Wenn du noch leicht erkennbar bist. Anders kann es gar nicht funktionieren. Dann kriegst du jetzt schon eine Luna-ID, falls wir doch auf den Mond legen. Das ist sicher. Jetzt registrieren, vielleicht wird die mal was wert. Aber da sind sie ein bisschen spät. Die hätten doch eher so ein Marscape, damit wir bald auf dem Mars leben. Da ist doch jemand dran. Warte, ich notiere mir das. Sind schon die ersten Viren, die kommen. Ja, bei drei Einfallstoren geht's schnell. Ja. Du kannst ja noch Spaß haben, mal die Übersetzungsfunktion da ausprobieren. Mal gucken, was es daraus macht. Vom Vivaldi jetzt. Das, was du da schon offen hast, ich glaube, da oben ist doch dieses Übersetzungsdings da, ne? Ich habe keine Ahnung, das ist da? Zu klein. Übersetzen nach Deutsch. Gib ihm. Oder? Wo läuft das? Ja. Das also, achso, das ist jetzt nicht lokal, oder? Nee. Ah, okay. Nee, das war der andere, ne? Mit lokal übersetzen, wer war das? Ne? Firefox. Hat das ja, Firefox und die... Ja, LibreWolf wäre das dann. LibreWolf, okay, gut. Ja. Das sind wir gar nicht. Nee, genau. Aber das wäre wahrscheinlich genauso schlecht. Oder gut. Bestimmt. Wollt ihr nicht noch was von den Waterbauer erzählen? Beziehungsweise wird er noch weiterentwickelt? Scheinbar nicht. Deswegen ist er rausgefallen. Sagen wir mal so, also der, also als wir vorhin geguckt haben, der letzte Eintrag bei GitHub war 12 Stunden alt, also die bauen da immer noch irgendwie dran rum. Ja. Aber es gab keine fertigen Pakete. Also keine das letzte. Keine ja, fertigen. Genau, ja. Und das letzte war von Januar 2022. Ja, das hatte ich glaube ich auch mal gesehen. Ja. Aber die, auf der Webseite tut sich immer noch was. Also da steht ja. Dann, ne, wir haben jetzt im letzten Monat oder diesen Monat Folgendes noch getan. Also das Interessante bei dem war, glaube ich, man konnte ihn als verschiedene Webbrowser ausgeben, also als ein Chromium, Internet Explorer, Firefox. Das konnte man einstellen, als was Browser er sich identifiziert bei der Webseite. Genau, das war so ein Kernfeature. Aber ja. Wir haben es rausgenommen, weil wir eben selber nicht wussten, ist er wirklich noch zu empfehlen, dadurch, dass das Release so alt ist. Ja. Haben wir lieber
unter Tisch fallen lassen. Okay, ich wollte mal wissen, was da noch so ja. Wir sagen mal so, die machen gerade so den Solos. Wir wissen es nicht. Vielleicht demnächst. Mal wieder. Ja, ja. Nachdem mal eine Vermisstenanzeige rausgegangen ist. Ja, also. Ja, das war jetzt Lunascape. Genau. Und ich habe keinen mehr hier auf. Hatten wir nicht noch irgendwie an? Also es kommt mir so vor, als ob wir dann, oder? Ist einfach ab ins Lunascape und weiter geht's. Hatten wir noch irgendwie uns was überlegt? Nee. Was ist okay, dann sind wir durch. Ja, wir nehmen es, wie es wir ja. kommt. Und okay. Wir können ja jetzt noch Köln und Eget mal ja. Was gibt's denn? Habe ich immer noch die. Ja, ich habe die Übersetzungsfunktion. Ja, ah ja, eine Full-Exe. Das wird garantiert nein. Ach so. Auch kein Windows 11. Oh, aber noch Windows 7. Okay. Ist Lunascape eigentlich so ein bisschen ein Netscape irgendwie, ne? Ja, so ein bisschen. So von der Machart. Aber es ist doch schön, dass es sowas gibt. Stimmt. Ja. Sind wir alt? Die UI ist vermutlich vom Netscape und die Engines sind dann halt anders zusammen. Ja. Also wo kommt der jetzt her? Also da in dem Screenshot, das sind wahrscheinlich chinesische Schriftzeichen, oder? Also jetzt hier ja, so? Ja, das könnte irgendwie Kanji oder Mandarin ja, oder... Was steht denn bei über uns rechts oben? Ja, ach, Japan. Okay. Um die Effizienz des Sammels zu verbessern. Oder vielleicht heißt es ja auch eher über das Internet. Das ist jetzt ein Übersetzungsfehler. Nee, ich nehme das jetzt für bare Münze. Okay, okay. Ja. Blockchain-Forschung. Ja, ja, stimmt. Ich glaube, der ist zu Recht in Vergessenheit geraten. Ich glaube, genau deswegen. Das ist auch über Webseiten, die das machen. Ja. Aber Bitcoin ist ineffizient und sich genau. Jo. Welchen Browser ich noch auf dem iPhone tatsächlich eben gerade gefunden habe, ist Ecosia, die Suchmaschine. Die grüne Suchmaschine hat einen eigenen Browser. Okay. Ich weiß jetzt nur nicht, ob auch für die Desktop. Ecosia. Mach mal doch einfach mal eine Suche an. Ablehnen. Nachhaltige Browser-App soll ich nämlich Müll. Browser-App. Nee, pflanzt sogar Bäume. Ach so, ja. Okay. Jetzt so nachhaltig ist, dass man den installieren kann. Weil es Energie kosten würde, ne? Richtig. So, wir gehen mal, wir versuchen es mal über kostenlose Chrome, aber so direkt den Browser an sich bieten die. Jetzt nur bei iOS. Ja. iOS ist ja das Browser und ja. Da ist es ein Add-on. Ja. Ja, okay. Na, hätte ja sein können. Ja. Stimmt. Also die benutze ich dann zum Beispiel auch als Drittbrowser. Ah, guter Tipp mit dem Angoogeln. Ja. Wo kommt das Licht her? Ja. Von vorne und hinten. Ja. Und für Smartphone gibt es da Bromide, heißt der, glaube ich. Das kann man auch
Also dieser Vivaldi. Der, wechselt schön die Farben hier oben von dem. Ja, ja. Wonach macht er das eigentlich, dass das jetzt blau ist auf der Seite? Ist das jetzt Zufall oder? Nee, der macht das von irgendwas abhängig. Ich glaube. Das ist Microblau. Ja, das ist. Ja, weil okay. Wikipedia ist grau. Ich denke mal, der holt sich da die Info irgendwo her. Oh, die würfeln das aus. Mein VPN, die jetzt installieren und aber mitlesen lassen. Ja. Aber browsertechnisch, ja, würde ich sagen, war es mal ein netter Rundumschlag und genau, schöne kleine Illustration. Eine Frage dazu, welcher Browser wird denn jetzt nur hier in dieser Runde empfohlen? Wollen wir überhaupt einen empfehlen? Weiß ich nicht. kann man das? Also LibreWolf als Firefox-basierter macht einen guten Eindruck. Mhm. Brave als Chromium-basierter hat sich zumindest bei mir gut etabliert. Deswegen sieht man auch den Löwen hier ganz vorne. Den nutze ich privat. Als Zweitbrowser habe ich den Firefox. Ah, ja? ich hab noch einen. Wo stützt der drauf? Kennt jemand Midori oder so? Ist auch ein Browser. Midori. Bild von Bodhi Linux. Stimmt. So, der ist sehr inkompatibel, weil er schafft YouTube nicht so richtig. Ich weiß auch nicht, ob der noch in der Entwicklung ist. War der nicht sogar? Stimmt, Conqueror, stimmt, ja. Gibt es Conqueror noch? Also von KDE hatte ja den Conqueror mal mit. Gibt es das immer noch? Ich meine, ich habe den ja gesehen. Ja, okay. Na, wenn wir schon von Conqueror reden, gibt es Eisweasel noch? Eigentlich nicht mehr. Zum Komplement, gibt es denn Browser, von denen ihr strikt abraten würdet? Oh. Ja? Edge. Ja. Internet Explorer. Ja. Es gibt anscheinend nur noch Gnome Web. Hm? Was? Gnome Web. Gnome Web. Okay. Basiert worauf? Gnome. Also prinzipiell alles, wo Google oder Google Chrome drin ist, der ist natürlich aus Privatsphäre-Sicht eine mittelschwere Katastrophe. Da würde ich auf jeden Fall strikt davon abraten. Hinzufügen in diese Liste würde ich auch bewahren. Ja, genau. Nach jüngster Ereignisse, ja, haben es ja gezeigt. Genau, genau. Okay, Opera. Mal zusammenfassen für die Leute, die sowas nicht verfolgen, so wie mich. Was war da? Opera wurde, ich habe es bei, wie hieß er? Morpheus gesehen. Der hat es mal analysiert und das ist eigentlich so ziemlich das Schlimmste an Malware, was du dir installieren kannst, weil da funkt ganz viel dahin, wo du es nicht haben willst. Okay. Vor allem nach Google. Vor allem, genau. Okay, okay. Mhm. So wie Deutsche Bahn. Die werden aber verklagt vom Chaos Computer Club gerade. Ah, okay. Deswegen. Weil wenn man auf Ablehnen klickt bei Cookies und sowas ähnlichem, dann werden trotzdem noch unendlich viele Daten auch an Adobe und so gesendet. Hä? Mm. Okay. Warum geht man das ja ab? Kannst du Bananenkaffee so auf den Button schreiben? Es werden gesendet, auch wenn du es zustimmst. Chaos Computer Club hat ein Video dazu gemacht. Also wie man sieht, wir müssen wohl sowieso zu einem Ende kommen. Ne? Also es kommt zwar nichts mehr, obwohl doch, es kommt noch was. Wir haben ja gleich noch die Verlosung. Also von daher, wer jetzt noch kein Zettelchen eingeworfen hat, ganz schnell aus diesem Raum flüchten und noch einen Zettel reinschmeißen. Ja, ansonsten, haben wir noch was? Weise letzte Worte. Fragt sowas nicht mich? Okay. Nee, schöne, lustige Runde. Auch wenn es ein Lückenfüller war, denke ich mal, war ganz interessant der Austausch.
Und ich muss jetzt nicht losrennen, weil mein Name steht da schon als Los drin. Sehr gut. Ja, dann vielen Dank, dass ihr alle da wart. Das ist denn auch hier wirklich das Letzte. In diesem Raum die Veranstaltung auch. Damit sind wir dieses Jahr wieder durch. Dass wir es wieder geschafft haben. Denn prinzipiell bis nächstes Jahr, wieder im September. Ja, genau. So. Entertainment kann man auch empfehlen, dass